10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Einen wunderschönen Abend, meine Damen und Herren. Ist das nicht herrlich? Der Markt ist langweilig. Anders kann man es nicht sagen. Er ist langweilig. Klar gibt es ein paar, die hier ein bisschen, ne, groß rauskommen wieder, aber im Großen und Ganzen ganz entspannt. Ja, XRP mit 2%, ne? Was soll's? Wir sind immer noch im Stablecoin-Bereich, 50-Cent-Bereich. Normalerweise war es ja 60 Cent, aber nehmen wir mal 50 Cent. Ist die Hälfte von einem Dollar, ne? Aber nichtsdestotrotz sollten wir uns deswegen Sorgen machen. Also bitte. Doncoin, der kommt ziemlich gefährlich langsam. 7 Milliarden und Unterschied fast. Aber nichtsdestotrotz, ich bin tiefenentspannt. Es wird so geil mit XRP, Leute. Ich kann es nicht einfach sagen. Ja, ich weiß, ich werde wieder von vielen gehatet, deswegen wegen dem Spruch. Aber es wird einfach nur gigantisch geil. Und ich fange einfach mal an. Hier mal ein Beweis, warum ich sage, Biden ist, ja, sie haben ein großes Problem, was die USA betrifft, weil sie haben auch einfach nur Spitzenkräfte da sitzen, ne? Präsident Joe Biden behauptet, die Inflation habe bei seinem Amtsantritt 9% betragen. Tatsächlich lag die Inflation bei 1,4%, als Biden im Januar 2021 sein Amt antrat. Also ich weiß, dass wir da noch keine Wirtschaftskrise hatten, aber ist okay, Biden, ne, wenn du das sagst. So, ich habe noch natürlich noch was von Trump, muss ich ganz klipp und klar sagen. Klar, viele sagen, er ist ein Idiot. Und ich weiß nicht, ich finde ihn nicht als Idioten. Aber gut, das ist meine Meinung. Ne? Donald Trump sagt, wenn Sie Kryptowährungen mögen, sollten Sie bei der Präsidentschaftswahl besser auch für Trump stimmen. Ihr könnt euch das ja gerne auch mal anhören. Biden doesn't even know what it is. If you ask Biden, Sir, are you for or against crypto? What's that? What the? Get me off the stage. He said, get me off the stage. No, he has no idea. But look, Gensler is very much against it. The Democrats are very much against it. And I say this, a lot of people are very much for it. Probably a lot of the people in this group. And I'm fine with it. I want to make sure it's good and solid and everything else, but I'm good with it. And if you like crypto in any form, and it comes in a lot of different forms, if you're in favor of crypto, you better vote for Trump. They are again. Und ihr seht, das kommt auch von den BRICS-News. Ne? Also ich schätze mal, die BRICS-Nationen natürlich haben auch kein Problem mit unserem oder mit meinem Trump, sage ich mal ganz ehrlich, aber ganz im Ernst, wer natürlich skeptisch ihm gegenüber ist, kann ich natürlich auch verstehen. Wartet erstmal ab. Er wird auf jeden Fall ein stärkerer Präsident werden als das, was jetzt darum keucht und fleucht. So, vielen Dank an Kryptonit. Das ist mega. DLT-Tests der Europäischen Zentralbank beginnen am 13. Mai. Sie werden DLT-Netzwerke testen. Und führend ist natürlich, muss man leider sagen, Ripple, ne, mit DLT, Distributed Ledger Technologie. Tokenisierte Instrumente im Finanzsystem natürlich, ne? Auch Geld natürlich und alles andere auch wird darüber laufen. Target 2, hört man ja immer wieder, Target 1 ist für innereuropäischer Zahlung gedacht. Target 2 ist für weltweite Zahlung außerhalb der EU gedacht. Und ihr seht, alles natürlich schön mit DLT, kommt alles jetzt und lassen wir uns mal überraschen. Wenn wir Pech haben, kommt es erst 2026, wie Weltglück sagt. Ich gehe immer noch davon aus, mit einem Anstieg dieses Jahr. Und ich sage ja auch immer wieder, direkt oder indirekt wird ja alles über den XRP Ledger laufen, weil sie sich einfach mit jedem Schmutzfink verbinden werden, ne? Und überall Kontakte haben, auch natürlich nicht nur in der Finanzwelt, auch in der Blockchain-Welt. Und hier ist schon wieder natürlich ein Grund, warum man erstmal überlegen muss, werden die anderen wirklich Ripple so platt machen, wie viele behaupten? Ich denke nicht. Ripple und XRP Ledger Labs schließen sich der D-Rack Allianz, dem Protokoll zur Wiederherstellung digitaler Vermögenswerte an. Ist noch nicht erstmal so auffällig, ne? Aber wer dabei ist, das ist geil. Ripple und XRP Ledger Labs sind zusammen mit dem Hedera-Entwickler Swirls
Labs und dem Algorand Foundation Gründungsmitglied der Decentralized Recovery DREC Allianz. Ziel der DREC Allianz ist es, die Wiederherstellung digitaler Vermögenswerte in der Web3-Branche zu standardisieren und zu beschleunigen, insbesondere für Nicht-Krypto-Experten. Dann kommt von Vizewind noch, während wir auf eine Masseneinführung im Einzelhandel hinarbeiten, fehlen natürlich auch wieder Gesetze, so wie deswegen alle, die Algorand und HBAR haben. Ihr müsst auch genauso wie ich mit XRP warten, bis die Gesetze dementsprechend sind. Regulierung und Gesetze, dann wird die Blockchain-Welt in Massen eingeführt. Ob eure natürlich dabei sind, weiß ich nicht. Bei XRP, beim XRP-Ledger bin ich mir zu 1000% sicher. Während wir auf eine Masseneinführung im Einzelhandel hinarbeiten, wird immer deutlicher, dass fortschrittliche und dennoch benutzerfreundliche Lösungen für die Schlüsselwiederherstellung unerlässlich sind. Die DREC Allianz kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt und bringt Experten zusammen, um die Interoperabilität zu verbessern und das Benutzererlebnis ohne Kompromisse zu vereinfachen. Sicherheit, sagte Vizewind, Gründer und CEO von XRP Ledger. XRP Labs in der Pressemitteilung. Also ihr seht tatsächlich, Ripple ist überall und hat sich überall mit jedem verbunden. Wie ich immer sage, direkt oder indirekt wird wirklich jeder Scheiß über den XRP Ledger laufen. Ob man will oder nicht, man kommt nicht mehr dran vorbei. Größte britische Fintech startet Handelsplattform, die XRP unterstützt. Revolut, das größte Fintech-Unternehmen in Großbritannien, hat eine neue Kryptohandelsplattform eingeführt, die es Fachleuten ermöglicht, XRP und andere digitale Vermögenswerte zu handeln. Jetzt denkt natürlich jeder, boah, jetzt müsste ja der Kurs hochgehen. Nein, leider nicht. Ne? Das ist nur dafür da, damit man sieht, okay, es wird auch XRP natürlich verwendet. Revolut X unterstützt XRP, das ist die neue Plattform. Nach dem Start haben erfahrene Kryptohändler die Möglichkeit, über 100, seht ihr, 100 Kryptoassets einschließlich XRP zum ersten Mal über einen Desktop zu kaufen und zu verkaufen. Es ist erwähnenswert, dass die neue eigenständige Austauschplattform explizit für große Bildschirme wie Laptops optimiert ist. Im Wesentlichen ist Revolut X nicht mit kleinen Geräten wie Mobilfunk kompatibel. Deswegen, aber es ist doch schön zu sehen, dass XRP, naja, Großbritannien sowieso, aber immer wieder natürlich mit dabei ist, ne? Weil viele ja immer sagen, ja, warum ist XRP nicht dabei? Ja, XRP ist normalerweise kein Coin, der für Spekulation groß gedacht ist. Ob man es will oder nicht, es tut mir ja leid. Wer auf Spekulationen hofft, ja, der wird vielleicht seine 5 bis 10 Dollar im Bullenmarkt sehen. Aber das war's. Nicht wahr, aber plausibel. Der CTO von Ripple bricht sein Schweigen darüber, ob er Satoshi ist. Ist er natürlich nicht. Satoshi Nakamoto ist eine Gruppe von 5 Menschen gewesen. Auf der Las Vegas Konferenz. Auf der jährlichen XRP Las Vegas 2024 Konferenz wurde David Schwarz, der derzeitige Chief Technology Officer von Ripple, erneut mit Anfragen bezüglich einer möglichen Verbindung zu Satoshi Nakamoto, dem schwer fassbaren Schöpfer von Bitcoin, konfrontiert. Also ganz ehrlich, derjenige, der sagt und es beweisen kann, dass er Satoshi Nakamoto ist, glaubt man nicht, dass der noch lange leben würde. Weil hinter Satoshi Nakamoto bewirkt sich, ist natürlich auch noch ein Bitcoin-Wallet mit 1 Million Bitcoins. Also ich schätze mal, derjenige hat dann ein ganz großes Problem an der Backe. Schwarz, bekannt für seine Beiträge zur Kryptographie und zusammen mit Arthur Brito und Jed McCaleb, könnten zu der Fünfer-Truppe natürlich dazugehören, einer der ursprünglichen Architekten von XRP Ledger, antwortete auf Fragen zu seiner angeblichen Identität als Nakamoto mit einer entscheidenden Ablehnung. Er stellte klar, dass er zwar über die erforderlichen Fähigkeiten verfüge, jedoch erst 2011, als lange noch seiner Einführung auf Bitcoin aufmerksam geworden sei, und erklärte, er wünschte, er hätte es früher entdeckt. Also da erinnere ich mich an ein Bild von 2010 von ihm, wo einer den ersten Mining-Computer erfunden hat, ne? Also wo gemeint worden ist. Und rein zufällig mit Bitcoin. Aber er ist erst 2011 darauf aufmerksam geworden. Finde ich natürlich schon ein bisschen merkwürdig. Aber ist ja okay, ne? Wenn er das sagt. Seine Behauptung beruht auf seinen
Eingeständnis, dass seine Einführung in Bitcoin relativ spät erfolgte. Und er betonte auch, dass er mit der Qt-Schnittstelle einen entscheidenden Aspekt des frühen Bitcoin-Codes nicht vertraut sei, was ihn noch weiter von jeglicher Verbindung mit Nakamoto distanzierte. Im Anschluss an die Konferenz nutzte Schwarz die sozialen Medien, um seinen Standpunkt darzulegen und deutete humorvoll an, dass die einzige Fähigkeit, die ihm fehlt, um Nakamoto zu sein, die Vertrautheit mit Qt war. Er wies jedoch darauf hin, dass Nick Bogalis, ist vielleicht auch einer von den Fünfern, aber naja, der ehemalige technische Direktor von Ripple über die erforderlichen Wissen verfüge, was Spekulation auslöst. Schwarz Aussage, dass es nicht wahr, aber plausibel sei, was eine mögliche Verbindung mit Satoshi Nakamoto angeht, hat die Diskussion innerhalb der Kryptowährungs-Community neu entfacht. Trotz seiner klaren Dementis hat seine Anerkennung seiner Fähigkeit und die Debatte über die wahre Identität des Bitcoin-Schöpfers neu entfacht. Naja, lassen wir es einfach mal so stehen. Ne? Wir wissen vielleicht oder wir vermuten natürlich, dass David dazugehört. Aber wer weiß. Ich sage nur David, NSA, ne? Hast du auch gearbeitet, mein Freund. Und rein zufällig ein Jahr danach, nachdem dein Projekt da eingestellt worden ist, ist Bitcoin gekommen. Komisch, ist es sehr, sehr starke Parallelen dazu gibt. Aber hey, du bist es nicht. So, Ripple Stablecoin hat trotz Bedenken hinsichtlich der Sicherheitsstufe einen 3 Billionen Dollar Markt im Auge. Ripple hat Einblicke in den Stablecoin gegeben und seinen Typen, Anwendungsfälle und Prognosen zur Erwartung seiner bevorstehenden Stablecoins hervorgehoben. Ripple sieht Stablecoin-Marktpotenzial. Wie die meisten Kryptosektoren hat auch der Stablecoin-Markt köstliche Prognosen erhalten. Top-Analysten prognostizieren, dass der Markt bis 2028 eine Bewertung von 3 Billionen US-Dollar erreichen könnte. Das bekannte Maklerunternehmen Bernstein gab die Prognose im vergangenen Jahr ab. Ripple hat dieses Potenzial erkannt und plant noch in diesem Jahr einen gestützten Stablecoin, also US-Dollar-Stablecoin, auf zwei prominenten Blockchains einzuführen. XRP Ledger und Ethereum. Warum Ethereum? Ist es ganz einfach. EVM Sidechain ist verbunden mit Ethereum und Ethereum ist nun mal, muss man leider sagen, auch das größte Netzwerk, was es eben halt gibt. Das führende Zahlungsunternehmen beabsichtigt sich frühzeitig in den Stablecoin-Markt zu wagen, bevor die Prognose bis 2028 umgesetzt wird. Auf diese Weise wird Ripple mit anderen prominenten Akteuren mit Stablecoin-Sektor konkurrieren, darunter Tether und Circle, deren Stablecoins nach Marktkapitalisierung die beiden größten sind. Und beide laufen auch über den XRP-Ledger. Noch nicht viel, aber dadurch, dass der XRP-Ledger ja recht billig ist, ne, mit Transaktionen, könnte es natürlich über die Jahre auch mehr werden. Und Circle hat ja schon Ripple auch persönlich dazu gratuliert, diesen Weg einzuschlagen. Also wenn das große Konkurrenten sind, ich weiß ja nicht, ob ich meine Konkurrenz dazu gratulieren würde. Aber nichtsdestotrotz warten wir natürlich ab. Es wird einfach nur gigantisch. Und ich kann es einfach nicht lassen. Es ist ein Monster, der XRP-Ledger. Was alles darüber laufen wird, das ist so krank, Leute. Aber geil krank. Aber ich grüße euch natürlich alle. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bedanke mich bei 101 Zuschauern. Ich hätte eigentlich erwartet, dass vielleicht nur 10 da sind. Wollt ihr heute nicht alle einen trinken gehen? Aber nichtsdestotrotz, schön, dass ihr hier seid. Ne? Wo habe ich denn angefangen, Leute? Ihr wart ja wieder fleißig. So, Mr. Crypto, guten Abend, MC und alle heutige. Gibt es wieder viele geile News. Anschnallen. Ach du Schande. Sanremo, sonnige Grüße von Ense. Grüß dich, Remo. Qualmes, moin. Tingeltangel, hallo zusammen. Sonnige Grüße aus NRW. Ottohan, moin moin, grüß dich Graf Olaf. Singlebär, hallo Sanremo, ist nicht meins. Mhahn, einen schönen Abend alle zusammen. Indalo, Grüße. Gut, Argon, guten Abend alle zusammen. Kraxen, moin. Pet Toni, guten Abend alle zusammen. Olli, hi. Cam Beam, Test 3. Hä? Okay. XRP Olli. Guten Abend in die Runde und natürlich auch liebe Grüße an den Hühnerschrecker. Gott sei Dank, ne? Empower, EZB will nächste Woche mit Tokenisierung starten. Na, da war ich auch schon, bin ich auch schon bei gewesen jetzt. Gut. Papi spielt, Grüße Familie, alles Liebe zum Vatertag.
Okay, schöne Grüße an alle. Startrampe damit allerseits. Mr. Krypto, jetzt geht's los. Ja, gucken wir mal, was für ein Dreck du da hast, ne? So. Nö, möchte ich nicht. Repräsentantenhaus billigt Resolution zur Aufhebung der Kryptoregeln der SEC. Biden droht mit Veto. Seht ihr? Idiot. Er ist und bleibt ein Idiot. Es tut mir ja leid, aber ich kann es nicht anders sagen. Ich mag den nicht. Das US-Repräsentantenhaus hat HJ Res 109 verabschiedet. Resolution, die darauf abzielt, die SAB 121-Vorschriften der Securities and Exchange Commission zu digitalen Vermögenswerten zu kippen. Die Resolution zielt darauf ab, den regulatorischen Aufwand zu verringern und eine sichere Verwahrung digitaler Vermögenswerte durch regulierte Banken zu fördern. Das Weiße Haus hat sich jedoch hinter die SEC gestellt und mit einem Veto gedroht und betont, wenn dem Präsidenten HJ Res 109 vorgelegt würde, würde er sein Veto einlegen. Was für eine Scheiße, was soll der Quatsch? HJ Res 109 kippt den SAB 121 der SEC im Rahmen des Congressional Review Act. Durch die Aufhebung von SAB 121 stellt die überparteiliche Resolution sicher, dass die Verbraucher geschützt sind, indem Hindernisse beseitigt werden, die stark regulierte Finanzinstitute und Unternehmen daran hindern, als Verwahrer digitaler Vermögenswerte zu fungieren. Macht es doch, ist doch in Ordnung, wenn die Banken das machen, oder nicht? Oder habt ihr kein Vertrauen in den Banken? Die Einschränkung der Fähigkeit der SEC, einen umfassenden und wirksamen Finanzregulierungsrahmen für Kryptoassets aufrechtzuerhalten, habt ihr einen? Also ich sehe keinen, würde zu erheblichen finanziellen Instabilität und Marktunsicherheiten führen. Wenn dem Präsidenten HJ Res 109 vorgelegt würde, würde er sein Veto einlegen. Alter Schwede, ganz ehrlich, wir wissen ja, dass die Demokraten nicht Blockchain- und kryptofreundlich sind. Was mich eigentlich wundert, weil ich hätte es von denen erwartet. Und die Republikaner, die eigentlich ja konservativ sind, die sind total für die Kryptowelt, ne, und für Blockchain-Welt, aber natürlich reguliert mit Gesetzen. Wo ich sage, genau das ist das, was wir auf der Welt jetzt brauchen auch. Aber okay, lassen wir die Demokraten Demokraten sein. Und dann wundern die sich, wenn sie verkacken jetzt im Herbst, ne? Kaleido, guten Abend, liebe XRP, Rasselbande, Sengli, Hi MC und alle. Mr. Krypto, naja, ist das wohl ein Ripple-Partner dieser Bank? Ah, gucken wir mal. Macquarie Bank wird bargeldlos, da der Bankensektor in Australien auf rein digitalen Medien umstellt. Die Macquarie Bank, einer der größten Banken Australiens, wird ihren Kunden ab diesem Monat nicht mehr erlauben, Bargeld oder Schecks in ihren Bürofilialen einzuzahlen oder abzuheben. Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Bank bargeldlos wird und auf digitale Zahlung umstellt, da diese eine sichere, schnelle und bequeme Art des Bankings sind. Natürlich ist es auch kosteneinsparend, ne? Muss man auch immer wieder dazu betonen. Aber willst du es wirklich wissen, Mr. Krypto? Nee, brauche ich nicht sagen, ne? Lassen wir mal das Fragezeichen da stehen, ob die Bank wirklich als Ripple-Partner ist. Olli, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir zum Ende des Jahres 10 Dollar knacken, lieber MC? Zweite Frage, hast du schon noch gestern vermisst? Dritte Frage. Jungs, habt ihr mich vermisst? Zumindest ein klein wenig, bisschen? Olli, pass auf. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist natürlich da. Wenn Verwendung da ist, brauchen wir nicht über 10 Dollar reden. Ne? Mit Pump ist sie unmöglich. Wenn, dann nächstes Jahr mit Pump. Ne? Also die komplette normale Marktsituation, sprich Spekulation, Bullenmarkt, wunderbar, dann könnte wirklich 10 Dollar kommen. Ob Ende des Jahres schon 10 Dollar stehen, das glaube ich weniger. Außer natürlich die Verwendung startet. Ob die Verwendung kommt, das muss man jetzt natürlich noch sehen. Ob Weltglück vielleicht recht hat. Zweite Frage, hast du noch gestern vermisst? Ja, ich habe dich gestern vermisst. Ich habe auch gedacht, wo ist der denn schon wieder? Aber ich dachte mir, vielleicht verbringt er einfach mal einen schönen Abend mit seiner Frau. Ist ja auch was Feines. Und kriegt nicht in den staubigen Kriechboden, um hier zu sein.
Und ob die Jungs dich vermisst haben und Mädels natürlich, das weiß ich nicht. Adrodon, moin zusammen. Achimos, guten Abend, liebe XRP-Army. Olli, mich, Mr. Crypto. EU erwägt revolutionäre Krypto-Integration in 12,4 Bio-Euro-Investmentmarkt. Die EU könnte OGGAV auf Kryptowährungen ausweiten und damit möglicherweise US-Bitcoin-Spot-ETFs übertreffen. ESMA prüft Risiken und Chancen der Integration von Kryptowährungen in EU-Investmentfonds im Wert von 12 Billionen Euro. Habe ich es euch nicht gesagt, dass der Bankgeschäft den fetten Bullenmarkt bringen wird? Das Feedback der Stakeholder ist entscheidend für die Ausrichtung von Krypto an den Anlegerschutzzielen von OGGAV. Was soll ich euch dazu sagen? Ich habe es euch schon lange gesagt. Ich erwarte in diesem Bullenmarkt, dass die Banken den Bullenmarkt starten und dass da richtig, richtig dreckig Geld reinkommen wird. Und naja, 12 Billionen wäre ja schon mal nicht schlecht. Ne? Wenn das, gut, ob da wirklich 12 Billionen dann in den Markt fließen, muss man natürlich abwarten. Die Europäische Union steht vor einer großen Finanzrevolution. Sie erwägt die Aufnahme von Kryptoassets in ihren 12,4 Billionen Euro schweren Investmentfonds. Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. Jetzt wird mir langsam richtig warm. Dies hat zu einer Vielzahl von Interpretationen und Praktiken auf den Markt geführt, was die Anwendung der USCITS-Richtlinie betrifft, was Bedenken hinsichtlich des Anlegerschutzes aufwerfen könnte. Aber ihr seht, die Kryptowelt geht nicht mehr weg. Jeder, der immer noch behauptet, ja, das geht auf Null, der ist ein Trottel. Tut mir leid, das so sagen zu müssen, der ist ein riesen Trottel. Die Krypto- und Blockchain-Welt ist nicht mehr wegzudenken. Sie ist da, sie bleibt da und sie wird noch gigantisch. Wir stehen immer noch am Anfang. Metzger Magic, liebe Grüße an die XRP-Bande und an den Magic Mike und dich, Marcello. Ich freue mich schon auf die Neuigkeit. Ja, auch ein bisschen habe ich, aber Mr. Crypto schlägt mich heute mal, glaube ich, richtig gewaltig. Wo treibst du dich eigentlich den ganzen Tag rum? Mensch, Mensch, CoinGag, okay, da auch schon. Iran und Russland kooperieren bei CBDC und tokenisierten Vermögenswerten. Im Jahr 2023 gab es Gerüchte, dass der Iran an einer goldgedeckten Währung arbeite, die er in Abrechnung mit Russland verwenden wolle. Na gut, scheint zu sein. Und wenn sie daran zusammenarbeiten, ich meine, die Iraner sind nicht gerade blöd. Die Russen sind auch nicht gerade blöd, auch in der digitalen Welt natürlich. Muss man klipp und klar sagen. Ja, warum nicht? Transatlantic, moin MC Community, hoffe ihr hattet einen schönen Feiertag, Vatertag. Ja, war ganz okay, ich musste arbeiten, also Buchführung machen, neues Geschäftskonto eröffnen, Daten wieder überall eingeben, war ein bisschen nervig, aber gut. Für mich war es ein wunderschöner Tag, erst ausgeschlafen, herrliches Wetter, dann gegrillt, anschließend einen 20.000 Schritt Spaziergang mit anschließend verdienten italienischen Eis. Und jetzt beim MC-Stream auf der Terrasse chillen mit einem kühlen Blonden und eine Schale Erdnüsse. Ach du Schande. Du lässt es hier richtig gut gehen, ne? Das finde ich richtig geil. Singleman möchte weder Biden noch Trump haben. Ja, wen willst du denn dann haben? Soll ich mich da hinstellen? Dann wird es aber Weltfrieden geben, das garantiere ich dir. Und zwar ganz schnell. CoinGag auch schon wieder. Na, willst du nicht? Indien plant Ausweitung der CBDC-Pilotprojekt auf Geldmarktinstrumente und Wertpapiertokenisierung. Die Reserve Bank of India, Ripple Partner, prüft die Möglichkeit ihrer digitalen Zentralbankwährung CBDC über oder die E-Rupie, sprich ihr digitale Währung, versuchsweise in Commercial Papers und Einlagenzertifikaten zu verwenden. Ja. Ist doch schön, ne? Ist doch klar, dass sie alle immer weiter sind noch, ne? Und ist schon weiter testen auch. Ist einfach geil. Ist einfach nur geil, was auf der Welt passiert. Prinz von keine Ahnung. Hallo und guten Abend. Empower Bricks News ist ein Account von Watch Guru. Es ist nicht direkt von Bricks. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber wir wissen auch beide,
dass Trump und der böse Mensch aus Russland, wie ja alle immer behaupten, sich ja sehr gut verstehen. Und als Trump zum Beispiel an der Macht war, muss man ganz klipp und klar sagen, er hat erstens keinen Krieg gemacht. Zweitens hat er noch nicht mal einen Drohnenangriff gemacht, wie ja Biden in seinen, wo er 48 Stunden Präsident war, gleich angeordnet hat. Und wir hatten fast so etwas wie ein bisschen Weltfrieden, weil keiner hat irgendwie versucht, die Muckis groß zu spielen, weil sie wussten, sie kriegen dann von Russland einen auf die Fresse und von den Amerikanern. Also von daher, man kann nicht sagen, dass Trump nur Scheiße war. Ganz ehrlich. Sag mir eine Sache oder mehr, zwei, drei Gründe, warum Trump Scheiße war. Ganz im Ernst. Und jetzt kommt mir nicht mit den doofen 5-Minuten-Ausschnitten, die man im Fernsehen gesehen hat. Wenn ihr euch noch nicht mal die ganzen Interviews angeguckt habt, die Möglichkeit gibt es nämlich, wenn Trump eine Pressemitteilung gemacht hat, hat man nämlich nur diese 5 Minuten immer rausgenommen, wo er gerade sarkastisch wird. Er ist ein sarkastischer Mensch, dafür liebe ich ihn auch. Ähnlich wie ich. Aber man muss sich das ganze, die ganze Pressemitteilung angucken und nicht die 5 Minuten, die ARD und ZDF und Co. da ausstrahlen, ne? Weil das ist der größte Schwachsinn, was sie da über ihn immer gebracht haben. Aber okay, ich bin ja nur ein Idiot, Gott sei Dank. Weltglück, Grüße MCU und alle XRP-Träumer in 24 und 25. Auch noch sehr gefährlich mit den Absacken der Währung Japan. USA könnte sicherlich Erdbeben geben. Ja, ich gehe auch davon aus. Die Frage ist nur, kommt das wirklich noch vor der US-Wahl? Oder ziehen Sie das noch in die Länge bis 25? Ich sag mal, vielleicht Sommer 25. Das ist, oh, ich habe da gar keinen Zucker drin. Das ist wirklich so die große Frage, die ich mir stelle. Ich könnte mir vorstellen, dass sie nach den US-Wahlen das erst machen. Und wenn dann jemand wie Trump natürlich an der Macht ist, der Geschäftsmann ist und sich auskennt, könnte es nicht so verheerend werden wie mit einem, der sagt, naja gut, der weiß noch nicht mal, wie er von der Bühne geht, rechts, links, unten, oben, oder nicht mal weiß, dass die Inflationsrate nicht bei 9,1% war, als er angetreten ist. Aber pff, hey. Die müssen drüben entscheiden, die haben Wahlen. Mr. Crypto, SBI Digital Assets Holdings, der Crypto-Asset-Zweig des japanischen Bankgiganten SBI Holdings, hat eine Partnerschaft mit Chili's angekündigt. Einer beliebten Fan-Token-Plattform, diese Zusammenarbeit zielt insbesondere darauf ab, das Sport-Fan-Token-Ökosystem in Japan zu erweitern und lokale Fans durch Blockchain-Technologie neue Möglichkeiten zu bieten, mit ihren Lieblingsfußballvereinen in Kontakt zu treten. Geil, das ist geil. Durch die Partnerschaft wird ein Joint Venture gegründet, das die Stärken des traditionellen Finanzwesens und Web3-Innovationen nutzt. Fernando Luis Vasquez, CEO von SBI Digital Asset Holdings, betonte das Potenzial der Zusammenarbeit, Sport und Unterhaltungserlebnis für Gemeinden durch die Integration von Fintech-Innovation zu verändern. Geile Sache. Johannes, guten Abend, MC und alle hier im abendlichen Stream. Genießt den Abend und freut euch auf die Zukunft. Johannes, da hast du es perfekt gesagt. Die Zukunft wird gigantisch. Ob sie für uns gigantisch wird, ich denke schon. Wir werden sicherlich den einen oder anderen Euro oder Schweizer Franken damit machen können, ne, wo wir investiert haben. XRP Heiko, Shiba Inu News, K9 Finanz stellt das Bone Crush Upgrade vor und schließt sich dem Shibarium Pipinet an. Shiba Inu Partner K9 Finanz kündigt ein entscheidendes Update für Bone Crusher an. Einschließlich eines Video-Tutorials zur Navigation auf der Plattform. Bone Crusher wird nach einem erfolgreichen Test in diesem Quartal voraussichtlich im dritten Quartal dieses Jahres auf den Markt kommen. Boah, da könnte man erwarten, dass tatsächlich Shiba dann im dritten Quartal vielleicht einen kleinen Hüpfer macht, ne, nach oben. Daniato, hallo. XRP, Grüße von meiner Frau an dich, MC. Oh, danke schön. Grüß sie mal schön zurück und Schätzele. Du bist meine neue Finanzexpertin im Bärenmarkt. Ne? Das solltest du dir schon mal aufschreiben. Ich komme auf dich zurück. Anton XRP, moin, Weltglück, ja, MC. Anstieg heuer schon sagte ich nicht nein, nur 3 Euro 2024. Warten wir mal ab. Ich habe noch die kleine Hoffnung und Vermutung, dass die Verwendung noch startet.
Aber wie gesagt, wir sind erst im fünften Monat des Jahres. Es kann noch so viel passieren. Singlebär, Obama wäre die beste Lösung. Lass mich mal raten, Singlebär. Obama, drei Kriege gestartet. Ich glaube nicht, ne? Ich möchte da wirklich jemanden da oben haben, wenn überhaupt, der tatsächlich in den USA mal keinen Krieg weitermacht, ne? Der mal wirklich nicht die Muskeln spielen lässt, militärisch, sondern wirtschaftlich. Das ist zum Beispiel intelligent und zeitgemäß. Nicht wie früher oder wie jetzt die Amerikaner mal machen, oh, du warst böse, wir bomben dich tot. Nein, was soll der Scheiß? Mein Gott, wir haben 2024. Warum müssen wir immer noch so primitiv sein und Kriege führen? Es gibt andere Methoden. Wirtschaftskrieg. XRP Altco. Vitalik Buterin stellt APE 7702 vor. Einen Vorschlag, der die Möglichkeit von external owned accounts durch die temporäre Smart Contract Funktion verbessern soll. APE 7702 würde Ethereum einfacher, zugänglich und trotzdem sicherer machen. Und auch die Ergonomie würde verbessert werden. Ja, es ist schön, Vitali. Ich glaube, das ist etwas, klar, wird Ethereum auch fördern, aber vielleicht wäre es besser, wenn du dich endlich mal den Arsch bewegst und die Transaktionskosten senken würdest. Das wäre genial, was ihr schon seit Jahren versucht und nichts geschissen kriegt. Peruke, hallo MC, hab mich nach deinem Tipp mit Holochain beschäftigt. Da redet kaum jemand drüber. Videos und News sind teilweise 3 bis 5 Jahre alt. Kannst du mir sagen, was an dem Projekt attraktiv ist und was du dort für die Zukunft erwartest? Also, was das Attraktivste an dem Holochain ist für mich, dass sie eine Cloud auf Blockchain-Basis bauen, die, wenn es funktioniert, schneller ist als die von Amazon oder von Microsoft. Das wäre genial. Dazu natürlich Web3, Smart Contract, die haben den ganzen Scheiß auch mit drin. Aber für mich ist Holochain in der Hinsicht sehr attraktiv, weil sie eben halt genau eine Cloud bauen auf Blockchain-Basis, die noch schneller sein soll als die herkömmliche Blockchain tatsächlich. Und da natürlich Konkurrenz zu Amazon und Microsoft ist. Und nehmen wir mal an, die kriegen das geschissen. Was glaubst du, wer denn dann die Holochain-Technologie einsetzen wird? Genau, Microsoft und Amazon und alle anderen auch. Nur um eine schnelle Cloud zu haben. Das ist so für mich der Hauptgrund, warum ich in Holochain investiert bin. Was ich in Zukunft erwarte, ja, ich erwarte so 10 bis 15 Cent bei Holochain im Bullenmarkt, also noch nicht viel. Ich schätze mal, was Entwicklung betrifft, sind sie noch 4 bis 5 Jahre dahinter. Also ich schätze schon, dass beim nächsten Bullenmarkt Holochain dann auch in mehrere Dollars vielleicht gehen könnte. Aber nicht in diesem. Wie gesagt, 10, 15 Cent wären schon ein gigantisches Ergebnis für Holochain diesmal. XRP Alko, Obama, der Friedensnobelpreisträger. Ja, ne, das fand ich auch geil, dass er den gekriegt hat. Ich weiß nicht wofür, aber okay. Mike, grüß dich, Meister MC. Hallo, Hannes, Metzger Magic, Mr. Krypto und alle anderen. MC, wann 10 Dollar? Ernst gemeint. Ja, das Problem ist immer, wann 10 Dollar? Ne? 10 Dollar können sofort kommen, können aber auch erst in 26 kommen wegen Verwendung. Weltglück, hör nicht hin. Mit Pump, nächstes Jahr 10 Dollar. Könnte passieren. Zwischen 5 und 10 Dollar könnte XRP im guten Bullenmarkt wirklich landen. Daniato, habt gehört, dass USDC einen Obergrenze erreicht. Dann muss und wird Ripple mit XRP Ledger eingreifen. Nicht umsonst gab es schon öfters Treffen. Nein, nein, die haben sich ja nur zufällig getroffen mit XCC, mit Zirkelchef und Brad Garlinghouse, ne? Wer weiß. Doc Azzarola, immer noch besser als Trump. Hä? Okay. Geht an San Remo. CK, guten Abend, Marcello und Community. Endlich langes Wochenende und mich hat die Gruppe erwischt. Grippe erwischt. So viel Glück kann nicht jeder haben. Ach du Schande, ja. Das ist wieder bestens, ne? Trotzdem gute Besserung wünsche ich dir. Sogar vergessen, wie blöd bin ich eigentlich. XRP-Alko, ein neuer Gesetzesentwurf, der im US-Repräsentantenhaus eingebracht wurde, zielt darauf ab, Kryptowährungen-Mixer für 2 Jahre zu verbieten und sie für 2 Jahre von allen registrierten virtuellen Asset Service Providern abzuschneiden. Das Blockchain-integrierte
Elektrizitätsgesetz verbietet die Abwicklung von Transaktionen mit Hilfe von Kryptomixern und bewährt Zuwiderhandlungen mit einem Bußgeld von $100.000. Das Verbot soll zunächst 2 Jahre gelten. In dieser Zeit soll das einen Bericht über den Sektor erstellen, um weitere Maßnahmen zu treffen. Okay. Daniato, wir brauchen Trump. Er ist pro Krypto. Ja, aber auch gegen Bitcoin. Da muss man immer wieder sagen. Jetzt nicht Bitcoin als Anlageklasse, sondern Bitcoin das System in der Finanzwelt zu starten. Verstehe ich auch. Absolut. Sanremo, Trump hat zumindest keinen neuen Krieg angefangen, aber ich finde alle Kandidaten furchtbar. Da musst du von den furchtbaren Kandidaten, so wie es nun mal eben immer ist, das kleinste Übel nehmen. Was ist wohl das kleinste Übel? Ne? Lieber einen da oben sitzen haben, der sich mit dem Bösen aus Ost der Welt von uns aus gesehen versteht und vielleicht ein bisschen auf ihn auch hört und genauso umgekehrt. Oder einen zittrigen älteren Herrn, der ja gar nicht mehr geistesfähig ist, in meinen Augen da oben zu sitzen, überhaupt solch eine Nation zu leiten. Dann reden wir, fast alle US-Präsidenten sind Marionetten. Natürlich. Singleman, was will man mit einem Präsidenten, der weit über 70 Jahre ist? Unfassbar. Ja, da muss es auch eine Obergrenze geben, also ganz ehrlich. Oder wenigstens, dass man sagt, okay, pass auf, du bist 70 oder bist 75, wir müssen aber deinen geistigen Zustand erstmal testen. Krypto-Gärtner, wo gibt es das Bild von David mit Mining Computer von 2010? Boah, das hat er immer gepostet 2018 auf Twitter. Sanremo, alle Politiker abschaffen, braucht niemand. Eine reine Verwaltung genügt vollkommen. Das stimmt tatsächlich. Das Problem ist nur, die Verwaltung musst du auch kontrollieren. Sonst wäre es wie bei den Politikern. Also im Endeffekt, ja. Aber da gebe ich dir absolut recht. Politiker, das ist so ein Berufsbild, wo ich sage, nee, wenn es nicht eine richtige Demokratie ist, sprich, sagen wir mal, für deutsche Verhältnisse, alles, was über 10, 20 Milliarden geht, muss es eine Volksabstimmung kommen. Ja? Weil es kann nicht sein, dass man eigentlich nur alle 4 Jahre seinen Diktator wählt und damit hat sie es. Ah nee, gibt's ja gar nicht. Wir sind ja eine Demokratie. Graf Olaf, Michel O. ist ein Mann. Okay. Singleman, man hat ja gesehen, was seine Strafzölle und Sanktionen angerichtet haben mit der Wirtschaft. Naja, so schlimm war es in den USA nicht, mein Freund. Ne? Die haben nicht gerade schlecht da gelebt. Und es hat keine Bombe ist gefallen. Komisch, ne? Und ganz ehrlich, das war ja nur ein bisschen Spielerei im Endeffekt, ne? Weil Mexiko hat zum Beispiel auch nicht interessiert, China auch nicht. Die haben es genau das Gegenteil. Die haben das Gleiche dann gemacht, ne? Wenn er das macht, machen wir das auch. Punkt. Sanremo, aber lassen wir die Politik hier. Regt nur auf. Jo. Daniato, hi Remo, da hast du völlig recht. XRP Heiko, mal zur Info, wegen Auszahlung von Kryptos, anonyme Auszahlung von Kryptowährungen, Deutschland, Schweiz und Österreich, auszahlen über Flyback Solution. Hier können virtuelle und echte Debitkarten erstellt werden mit irgendeiner E-Mail, zum Beispiel Max Mustermann. Es können 1 bis 1500 Euro darauf geladen werden. So kann ich einfach 100 dieser Karten erstellen, um eine anonyme Auszahlung zu ermöglichen. Es müssen nur per USDT auf 100 US-Dollar der Plattform eigenen Token gekauft und dort hinterlegt werden. Für eine echte Karte 1000 US-Dollar, na, muss ich auch mal machen. Dafür bekommt man eine echte Karte plus 1 Gramm Gold. Ganz interessant. Klingt für mich so ein bisschen merkwürdig. Und ich tippe damit, wenn du damit auf dein privates Bankkonto dann transferieren würdest, wirst du ganz schön große Probleme kriegen. Das garantiere ich dir. Deswegen lieber einfach aufs Bankkonto. Und wenn die Bank dann einfach euer Konto mal sperrt, hindackeln mit den Unterlagen und dann wird es wieder freigeschaltet. Ganz normal. Also, und ich glaube, wenn man sich 10.000 oder ich sag mal 100.000 oder vielleicht sogar 1 Million auszahlt und es kommt aufs Bankkonto, ich glaube, dann kann man ganz beruhigt mal eben beim Chef anrufen und sagen, du, ich komme nicht, ich sitze auf dem Pott, Feierabend heute, ne? Und man wackelt dann ganz gemütlich nach dem Kaffee, nach dem Frühstück dann schön zur Bank und sagt, hier habt ihr die Unterlagen, daher ist das alles hergekommen, was wollt ihr denn?
Laniator, genau, Blutdruck niedrig halten. Wir brauchen noch ein paar Sommer. Oh, ein paar Sommer glaube ich nicht. Weltglück, Laniator, richtig, MC glaubt es nicht. Er benötigt einen neuen Klappstuhl. Warten wir mal ab. Weltglück. Zuschauer sehr erreicht. Momentan 45er Stream, sehr. Wurde bei 120 ausgestoppt. Oh, okay. Singlebär, hab kein Vertrauen zu Banken. Man muss ja nur an die Menschen denken in Griechenland, wo sie nicht mehr an ihr eigenes Geld gekommen sind. Ja, aber Singlebär, die Banken brauchen wir halt, oder willst du Anarchie haben? Du brauchst das Bankwesen, sonst hast du Anarchie. Klar, die bauen Scheiße, das wissen wir auch. Warum haben wir immer Weltwirtschaftskrisen? Weil die Banken nicht richtig arbeiten, krumme Geschäfte machen, Schwarzgeldkonten haben und faule Kredite rausgeben. Das wissen wir doch alle. Aber wir brauchen trotzdem die Bankwelt. Ohne die Bankwelt funktioniert eben halt nichts. Ja, natürlich, wir machen das Bitcoin-System, starten wir. Wir haben dann Anonymität. Welche Nation will denn wirklich Anonymität bei den Bürgern haben in der Finanzwelt oder allgemein Anonymität? Keine Nation, ist doch normal. Es hat sich seit dem Mittelalter nicht viel verändert. Die wollen immer alles wissen von uns. Ist doch normal. Mike, MC, wir kennen alle deine Coins und was wir anschauen sollen. Nee, 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 nicht was ihr anschauen sollt, was ihr euch vielleicht mal Interesse dran habt. Nicht ihr müsst, ne? Hast du auch was Neues mal auf dem Radar? Reizt dich sonst gar kein Coin mehr oder wo du sagst, das wäre auch noch was außer die übliche Verdächtigen? Nee, im Moment habe ich wirklich absolut null neue Coins, wo ich sage, oh, das muss man sich angucken, weil in meinen Augen ist es jetzt schon zu spät, Pumpcoins zu kaufen. Das Bitcoin-Halving war jetzt. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, bis der Bullenmarkt ist, wie lange der Bullenmarkt geht. Ich gehe auf Nummer sicher. Das Einzige, wie gesagt, ich kaufe XRP und XTC, weil das sind beide Coins, wo ich denke, wenn Verwendung, Riesenpotenzial beim Kurs natürlich. Und da kann sogar die Verwendung, nehmen wir mal an, die startet morgen, würde ich nicht verkaufen, auch wenn die dann auf ein paar Dollar hochhüpfen. Aber da kann ich dann ganz entspannt sagen, okay, ich warte die ein Jahr Haltefrist jetzt ab, weil wenn die anfangen mit Verwendung, dann wird das sowieso immer höher. Weltglück, das ist egal welches Land, überall das gleiche. Mafia. Natürlich. Klopft doch weiter. Servus zusammen. XRP, grüß dich. Hoffe, dir geht's gut. To see Moon. Ja, sicher. Mr. Crypto, ja, Moon. Klopft doch weiter. Hey, Leute. Startrampe. Empor, wann soll 2.2.0 kommen? Ja, das sollte im besten Fall diesen Monat noch kommen. Im schlimmsten Fall wahrscheinlich erst nächsten Monat. Wäre für meine Rechnung leider sehr beschissen. Ist sie eigentlich jetzt schon, weil normalerweise hätte es Ende April, Anfang Mai rauf sein müssen. Aber gut, Mr. Crypto, ja, MC, EU. 12 Billionen. Ja, aber das heißt ja nicht, dass die 12 Billionen dann in den Kryptomarkt gehen, ne? Das heißt ja nur, dass gerade dieses Investment 12 Billionen dick ist. Aber natürlich, ne, weil die Bankwelt wird hundertprozentig den Bullenmarkt dominieren. Das heißt, dass viele, viele in der Bankwelt, die da anlegen, in Aktien und sonst was, auch in die Kryptowelt rüber switchen werden. Laniator, Frage an Remo. Du hast bestimmt TRB, ist in letzter Zeit mächtig abgegangen. Ist das was Gutes? Mr. Krypto, ich liebe meine News. Oh, du treibst sie auf Plattformen rum, du alter Schwede. Klappt weiter. This year, the Stablecoin year. Könnte passieren. Ich hoffe natürlich, dass sie spätestens im Herbst damit starten. XRP, hatte ich dir gesagt? Real gegen Dortmund. Pass auf. Ich bin ja so ein Barzi-Fan, ne? Und für mich ist die Saison schon lange vorbei. Als sie angefangen hat, ist sie schon vorbei gewesen. Weil mit dem Trainer. Nein, danke. Nein, danke. Ich hasse diesen Typen, weil man muss sich das so vorstellen. Warum schmeißt ein Verein wie Paris Saint-Germain, die Meister geworden sind und Champions League-Sieger im gleichen Jahr mit diesem Trainer, ihn raus?
Gibt da gewisse Gerüchte mit Schnee und ihm und naja. Nee, das ist so ein. Nee, möchte ich nicht. Deswegen, die Saison war für mich egal. Es ist mir alles egal gewesen dieses Jahr. Mr. Crypto, MC, ich sagte es ja. Es sind sehr schmutzige News. Auch ein bisschen, ne? Aber die News-Sei haben auch wieder gezeigt: Blockchain, Kryptowelt. Und leider, wenn wir jetzt wieder ein bisschen böse sind, ich darf es ja sowieso, ne? Ich bin ja, mich kennt man ja nicht anders. Betrifft immer die Ripple-Technologie. Aber hey, XRP-Heiko, 11.05. sehen wir Polarlichter über ganz Deutschland, also wach bleiben. 11.05. in 2 Tagen, Samstag. Oh, es könnte hinkommen, da bin ich bis 2, 3 Uhr sicherlich wach. Mr. Crypto, haha, MC, ich halte jeden Tag newsmäßig mit dir mit. Ja, klar, sind auch gute dabei. Weltglück, MC, ja, die Banken starten den Bullenmarkt, aber mit welchem Geld? Fake-Geld, das sie selber zu 9-mal drucken dürfen. Kann ich nicht zu sagen, ne? Aber es kommt Geld in den Markt, in den Kryptomarkt. Ob der jetzt mit Fake-Fiat-Geld gepumpt wird oder mit dem Stablecoin Tether, der ja auch ist da wirklich so viel Geld hinterlegt, dass er 1 zu 1 mit dem US-Dollar ist. Großes Fragezeichen. Mr. Crypto, ja, MC, so können wir eigentlich die Artikel vorlesen. Ripple Partner, Ripple Partner, Ripple Partner. Ja, leider ja, ne? Es ist ja immer so schlimm, ne? Weil im Endeffekt es geht immer auf das Gleiche hinaus. Und die News sind ja alles so, wie ich immer sage, es berührt den Coin nicht. Das ist scheißegal. Es sind aber Vorbereitungen auf das, was kommt. Daniato, ich habe letzten Sommer Musk seine Perlenkette deutlich am Himmel beobachten können. Zwar Zufall, saß gemütlich im Garten. Okay. Mr. Crypto, das hast du übersprungen. Echt, das habe ich übersprungen? Mastercard und Top-Banken testen Ledger für tokenisierte Abrechnung. Pfui! Mastercard, JP Morgan und einige der Top-Banken in den Vereinigten Staaten testen die Shared Ledger-Technologie für tokenisierte Vermögensabwicklungen. Tatsächlich soll die Tests laut einem Bloomberg-Bericht US-Dollar-Transaktionen simulieren. Na, das habe ich gestern gebracht, mein Freund. Ja, mit Wells Fargo, Visa und Co. Das habe ich gestern schon gebracht. Hast du gestern nicht aufgepasst, ne? Trotzdem danke. Empower, Trump ist 100% mal besser als der demente Opa. Kann man sehen, ne? Diary, Trump ist der einzige Präsident, der noch keinen Krieg angefangen hat in den USA. Bingo. Ken Beam, um die Zeit humoristisch zu überbrücken, brauchen wir einen XRP-Pin-Up-Hängekalender mit Moon-Fotos, Gensler, Putin, Linke. Nee. Putin, like oben ohne auf Pferd reiten und SSC-Schild in der Hand. Beach Boys, Schwarz und Garlinghaus, die Kryptowelle am Strand surfen und so weiter und so weiter. Ja, da weißt du, was deine Aufgabe jetzt ist, ne? Qualmes, bei 100 haben wir unsere Pin-Up-Kimbi. Ja, ich habe mein Fass rum in der Hand. Schön 5-Liter-Fass, ich bin glücklich. Strand, mehr brauche ich nicht. Single Me, mir fallen die Strafzölle ein, die Trump erlassen hat. Ja und, aber er hat ja keine Bombe geschmissen. Neo-Krypto, die ganzen Propaganda über Trump seit 2016 ist genauso absurd wie die Aussage, die Spitzen 2021 sind total sicher. Spritzen, nicht Spitzen, Spritzen. Ja, ist halt so, ne? Campi, du meinst MC im Bikini. Naja, Qualmes, habe ich dir schon erzählt, ich habe 1 Kilo abgenommen? Es läuft. Meine Figur kommt. Qualmes, jupp, so ist es. Olli, nix gegen Joe Biden, aber ich verstehe echt nicht, warum die Demokraten einen solchen Kreis als Kandidaten aufstellen. Hat ein 200-Millionen-Volk nicht was Jüngeres? Das ist meine
erachtenskrank. Nein, du musst es so verstehen. Die Präsidenten sind ja meistens oder zu 99% ja tatsächlich Marionetten. Und die Leute, die hinter denen sind, führen ja das Land. Das ist ja hier wie mit dem Kanzler genauso. Nicht der Kanzler hat das Sagen oder der Bundespräsident, sondern die Leute, die dahinter stehen. Und ein Joe Biden, ja, dem legst du was vor, der rattert das ab, ne? Der macht, was die sagen. Armageddon, Turbo steigt. Okay. Mercedes-Checker, Servus, Wechsel und das neue QFS-System, schreiben Sie immer, was meinen die damit? Was? Wechsel und das neue, was für ein Wechsel? Achso, Quantenfinanzsystem. Quantenfinanzsystem ist klar, aber mehr wie unser XRP kaufen können wir ja nicht machen, oder? Nein. Können wir leider nicht machen. Mr. Crypto, ja, Turbo fast 30% der Müll. Ja, und morgen ist er dafür wieder bei minus 50% oder sonst irgendwas. Vielleicht steigt er auch ein bisschen mehr, aber ganz ehrlich, ich würde da, wie gesagt, nie mein Geld reinstecken. Außer natürlich eine Dame von jemandem, der hier ja ist, würde mir nächstes Mal im Bärenmarkt sagen, komm, steck da mal was rein. Single Mail, keiner dürfte über 60, 65 als Präsident antreten dürfen. Ja, sehe ich genauso. Krypto weitet gut, meine Freund. Danke. Wie geht's dir, Mr. Krypto? Mercedes-Checker, wann ist die große Fusion von Fetch AI und diesen Monat noch? Das weiß ich gar nicht. Ich meine, da müsste ja noch die... Nee, kommt nicht erst noch die Abstimmung? Uka, Frage wäre XRP weiter und gegebenenfalls ISO-Coins akkumulieren? Das Problem ist, nicht jeder ISO-Coin wird wirklich erfolgreich. Das muss man wirklich klipp und klar sagen. Da ist es natürlich auch die Schwierigkeit, welcher der ISO-Coins wird tatsächlich abgehen wie ein Zäpfchen. Bei XRP, klar, braucht man mir nicht fragen, da wisst ihr ja alle die Antwort. XLM würde ich auch sagen, aber nur wegen dem XRP-Ledger natürlich, aber wie stark, keine Ahnung. Muss ich leider zugeben, die ich nicht habe, Algorand und HBAR sind wirklich zwei, wo ich denke, wenn ISO-Integration kommt, dann sind das auch beides zwei ganz große Matchwinner. Neo-Krypto, Obama hat die meisten Drohnen geschickt, weltweit, und dadurch sehr Zivilisten töten lassen. Obama ist ein, ja, Genehmige an alle. Kennt wer einen Wallet, die es für Luna Classic gibt? Die Trust zu empfehlen? Nee, Trust Wallet nicht. Tangem. Tangem Hardware Wallet. Daniato MC, was ist in deiner Tasse? Tee. Aber ich trinke Tee normalerweise mit Milch und Zucker. Milch vergesse ich sowieso immer, aber Zucker habe ich heute auch vergessen. Deswegen sehr lecker für mich. Singleberg, Amerika denkt immer, die wären der Mittelpunkt der Welt und können Politik bestimmen. Freue mich auf die BRICS-Staaten, die werden die USA locker als Weltmacht ablösen. Schauen wir mal, wie die Entwicklung ist. Natürlich dauert die noch 5 Jahre mit den BRICS-Staaten. Das wird nicht von heute auf morgen natürlich passieren, weil es gibt ja auch gewisse Verträge auf der Welt, muss man auch wieder sagen. Aber... es sieht bisher gut aus, weil der große Vorteil der BRICS-Staaten ist natürlich, weil Länder drin sind, die wahnsinnig viele Ressourcen haben, ne, die westliche Welt eben halt braucht. Wie sich das entwickelt, muss man gucken. Startrampe, mal schnell ein Warsteiner Radler holen. Du Schande. Die ist gut. XRP Crypto Bull, moin an alle. XDC-Netzwerk auf Bitpanda. Ist das XDC? Ja. Das ist XDC. Mr. Crypto, LiveConWatch. Ja, XDC Network ist XDC. Aber was ich auch geil wieder fand, was ich heute gesehen habe. Ah nee, hot ist es ja. Der kleine Schmutzfing geht wieder langsam Richtung Norden, ne? Er geht wieder Richtung Norden, ne? Immer wenn alle so fallen, dann kommt er aus der Ecke und sagt, oh nö, ich gehe mal ein bisschen hoch, ne? Holochain. Das finde ich immer so geil bei dem. Der ganze Markt ist scheiße, aber er sagt dann wieder, nö, ich will nicht mitmachen, ne? Ich gehe mal ein bisschen mit nach oben. Mr. Crypto, ja, und wenn es auch Preis, definitiv.
Neokrypto, der kleinste Übel darin wären doch alle Wessis mit ihren Blockparteien gewöhnt. Ist doch ganz einfach. Ich sag dann zunächst: Kryptobull, danke an euch, da doch nicht für. Ich finde das auch geil. Ihr stellt Fragen und auch die Community hier, natürlich, wir helfen uns gegenseitig. Genau so muss das sein. Dann ja, doch WeChain nicht vergessen. Ja, WeChain auch krass, ja, absolut. XRP, du zahlst es nicht auf dein Bankkonto aus, sondern das ist wie ein Gutschein oder Visa-Karte. Damit bezahlst du dann einfach in Euro wie bei einer normalen Karte. Das war ja nur ein Hinweis. Ja, nein, das ist ja auch in Ordnung, aber da ist dann wieder die Frage, wie sicher ist das Unternehmen, mit wem arbeiten die zusammen, womit wird der Vermögenswert abgesichert, ne? Das müsste man sich alles natürlich angucken. Sonst, natürlich, es ist eine geile Idee, aber auch mit Belege und alles brauchst du ja, ne? Weil falls irgendwie rauskommt von wegen, ja, der schickt da sein Kryptogeld hin und dann kommt Finanzamt und sagt, ja, stopp mal. Zeigen Sie erst mal. Neokrypto ohne Banken ist unrealistisch. Ja, ist leider so geworden auf der Welt. Singleware, für mich sind die mächtigen Personen auf der Welt, die die ganzen Unternehmen führen. Larry Fink oder die Walton Family, Musk und Bezos. Ja, aber es sind auch die gefährlichsten. Und die Rothschild-Familie hast du vergessen, ne? Im Finanzwesen. Aber es sind auch die gefährlichsten Menschen der Welt. Anton XRP, nein, MC, wir brauchen warme Socken und einen Heizlüfter für den Winter. Bin schon am Sparen. Weiß ja nicht, ich wusste gar nicht, dass es in Teneriffa so kalt wird im Winter. Glaubt weiter, Leute, ich verabschiede mich mal. Ich muss raus, was essen gehen. Ich liebe euch alle. Dann guten Hunger und lass es dir gut gehen, mein Freund. Nein? XRP Echo, wie ich gelesen habe, soll der XRP Stablecoin von XRP im Juni kommen. Wohin erst gelesen? Ja, das ist aber auch falsch. Ne? Das sind diese Spekulationen, dass er im Juni kommen soll. Nein, im Juni wird Ripple mehr über den Stablecoin herausbringen. Nicht, dass der kommt. Da wird der Name genannt, wie der heißt. Und vielleicht kriegen wir ja auch schon ein Startdatum von Ripple dann. Da müssen wir natürlich abwarten. Der wird nicht im Juni kommen. Olli, was jetzt? Barcelona-Fan? Ich dachte, Udinese ist jedenfalls auch ein bekannter Verein. Ja, Udinese sowieso, da hängt mein Herz auch dran. Aber nee, nicht Barcelona-Fan. Startrampe, guten Appetit, Emko. Raffi, wie kann man als Bremer Bayern-Fan sein? Heißt es in Bremen nicht egal, wer Hauptsache nicht Bayern? Das ist genauso wie in Hamburg. Ich bin ja kein echter Bremer. Tut mir ja leid, das sagen zu müssen, aber nee. Ich bezeichne mich auch nicht als Bremer. Mr. Crypto, da hab ich wohl gepennt mit dem Artikel. Mach doch nichts mit Mastercard. Gar kein Problem. Hey, hallo, doppelt hält besser, ne? Uga, um nochmal auf Emco zurückzukommen. Ripple selber steckte damals hinter den Attacke auf den XRP Ledger. Sie haben Dritte dazu engagiert, haben Beweise, darf aber damit nicht an die Öffentlichkeit. Ripples Connections gehen weltweit wortwörtlich. Fakt ist, dass Ripple als Höllenengel zu den Eliten der WEF, BIS, IWF und viele Regierungen gehört. Soll uns egal sein. Hauptsache, wir profitieren daraus. Ich sage es ja immer wieder, normalerweise, wenn wir moralisch daran gehen, dürften wir gar nicht in XRP investieren, weil es ist das perfekte Überwachungssystem für die Finanzwelt. Muss man ganz klipp und klar sagen. Aber wie gesagt, du kannst es so oder so nicht mehr verhindern. Und warum soll man damit nicht Geld machen dann? Es ist leider so. Wenn wir moralisch daran gehen würden, dann müssen wir ganz klipp und klar sagen, die komplette Kryptowelt, um Gottes Willen, dann müssen wir auf Blocky-Seite gehen, dann müssen wir dann klipp und klar sagen, nur in Bitcoin. Ganz klar. Singleware, bin gespannt, was uns XRP, XCC, XLM und 26 bringen wird, wenn ISO endlich voll durchstarten kann. Ja, nicht nur du. Neo-Krypto, genau. Biden ist nur ein Marionette.
korrupt, die alles macht. Da Trump nicht korrupt ist, wird er bekämpft ohne Ende. Naja, jeder, der da oben sitzt, nimmt gerne Geld an. Naja, aber das stört mich auch nicht. Ne? Sollen die auch hier jetzt Milliarden klauen? Das ist mir scheißegal. Wenn es der Bevölkerung gut geht, mein Gott, dann sollen sie doch klauen. Glaubst du, ne? Hier war doch mal so ein Skandal mit Kohl. Der hat doch Millionen geklaut. Ich habe mich kaputt gelacht. Dass hier in Deutschland so, oh, der hat Millionen geklaut. Scheiße, in Italien werden Milliarden geklaut. Wen interessieren Millionen? Da unten wäre man zufrieden, wenn es einen Politiker gibt, der wirklich sagt, oh, ne, der andere macht das. Oh, ich klaue einfach ein paar Millionen nur. Da würden sie sagen, ja, okay, mach. Solange es der Bevölkerung gut geht, mein Gott, sollen die klauen, wie sie wollen, ist mir scheißegal. Solange ich sehe, okay, uns geht's gut, die Zukunft ist halbwegs gesichert, es könnte so sein, es könnte so kommen, alles positiv soweit, die Rentner müssen keine Flaschen mehr sammeln, ja, dann klaut Millionen, ist mir doch scheißegal. Singleware, Turbo ist und bleibt schlecht. Johannes, sorry Leute, aber in der letzten Zeit bin ich immer sehr müde. Darum schreibe ich nicht mehr so viel wie auch schon. Könnte zu jeder Zeit und überall einschlafen. Ganz ehrlich, Johannes, das ist ein Zeichen deines Körpers, dass du einfach mehr pennen musst. Dann tu es. Ist doch nicht schlimm. Rimini, spät, aber hallo an alle. Besser spät als nie. Daniato, und jetzt Durst? Johannes, ich habe eben gestern mit meinem Bruder darüber geredet, ich in US-Präsidenten muss über 45 Jahre alt sein. Hier in Deutschland auch für Kanzleramt. Und darf bei der Wahl noch nicht 65 Jahre alt sein, auch für die zweiten 4 Jahre. Außerdem sollten alle Abschlüsse eines Präsidenten für die nächsten 10 Jahre nicht so einfach zum Abschaffen sein. So könnten die neuen Präsidenten auch schon in den ersten 2 Monaten richtig arbeiten, statt alles vom Vorgänger umzuwerfen, meine Meinung. Ja, es kommt immer drauf an. Ne? Ich sage immer, wenn es der Bevölkerung betrifft, die Masse der Bevölkerung, dann muss es eine Abstimmung geben und die Bevölkerung richtig aufklären. Das ist für mich Demokratie. Es tut mir ja leid. Und es spielt keine Rolle, welches Land. Wenn es die Masse der Bevölkerung betrifft, die in meinem Land leben, muss es eine Abstimmung dafür erstmal kommen. Und wenn die Mehrheit natürlich sagt, ja, das kannst du so machen, okay. Dann würde ich mich sogar als Bürger, auch wenn ich dagegen wäre, würde ich mich eben halt fügen und sagen, ja, okay, die Masse will das haben, viel Spaß, ihr werdet Dreck fressen mit der Scheiße, aber okay. Empower, Turbo kommen 20.000 morgen, Prozent. Wenn du das sagst, dann volle Pulle rein da jetzt. Daniator, stimmt, Whitehead ist einzigartig. Er ist ein sehr guter. Kenne ich schon seit 3 Jahren. Am Anfang hat er mich sogar richtig genervt. Auf YouTube damals, jeden Samstag. Wann kann ich meinen Panzer kaufen? Das war der erste Spruch von ihm immer. Nopetzi hat zum 16. Mal abonniert. Vielen, vielen Dank. 16 Monate MC. Grüße von der Nachtschicht. Ach du Schande, auch noch Nachtschicht. Oh, da machst du ja heute gut Geld, ne? Aber freut mich für dich. Neo-Krypto, genau, wenn es dem Volk gut, sollen die da oben auch es gut gehen lassen. Nopetzi, sehe ich anders. Das ist unser Geld. Das hat kein Politiker zu klauen. Natürlich, normalerweise nicht. Aber wenn es dir gut geht, was interessiert mich das dann? Ganz ehrlich. Oder wenn es mir gut geht, sagen wir es mal so. Dann interessiert mich das, die Bohne, die beklauen einen sowieso. So, bin für heute raus. Danke an MC, aber auch an die vielen Mitstreiter. Die Fragen, Kommentare und Verlinkungen sind immer ein Mehrwert. Ciao, Dankeschön. Kommando Stream. Moin, moin, ich schaue jeden Tag deine Stream, aber auf YouTube Grüße aus Hannover. Grüß dich. Ich hätte da mal eine Frage. Wenn XRP in Japan Anwendung bekommt, wie viel XRP würden der ganze japanische Finanzsektor kaufen, 1 Million oder doch 1 Milliarde. Kannst du mal bitte eine Abschätzung abgeben? Ich muss leider gleich auf, aber ich antworte dann auf YouTube. Ich danke dir, einen schönen Abend und viel Erfolg. Also, Kommando Stream.
Das ist das Problem. Die Japaner werden keine XRP kaufen für die Anwendung. Das System, sprich der XRP-Ledger, kauft die XRPs. Ich kann es nur so viel sagen, man hat mal eine Hochrechnung gemacht, wenn allein nur SBI den XRP-Ledger verwendet, würde ein Volumen raufkommen oder soll ein Volumen raufkommen, da würde der XRP-Kurs alleine da schon bei $10 landen. Das war aber eine Hochrechnung von 2018. Seitdem ist SBI auch extrem gesteigert, ne, mit seinen Vermögenswerten, was sie da rumballern. Aber ich denke, wenn Japan startet, sehen wir $10 bis $15. Und dann das Problem natürlich noch, wenn Japan startet, dann starten natürlich so ein Domino-Effekt und dann wird ganz Asien umkippen und starten. Prinz von keine Ahnung, ich beneide Crypto Whitehead nicht um sein Wissen. Muss doch verrückt sein, dass du das nicht weitergeben darfst. Wenn er hier in den Chat verfolgt, muss er sich doch manchmal denken, wen ihr wüsstet. Es ist nicht einfach sowas, ja. Da gebe ich dir recht. Mercedes-Checker, in meinem iPhone auf Telegram komme ich nicht in deine Gruppe rein. XRP ist riesig. Da steht immer Bot. What? Okay, das finde ich ja merkwürdig. Singleware, hier in der Schweiz müssen die Bürger... Ja, du kannst da auch nicht einfach so rein, weil sie ist ja gesperrt. Du kannst nur über einen Einladungslink in die Gruppe rein. Und ja, es gibt eine Fake-Gruppe von XRP, ist riesig schon. Na, muss man aufpassen. Wie auch von Crypto Whitehead gibt es auch von deiner Telegram-Gruppe schon Fake, genauso wie von XRP Deutschland. Da ist zum Beispiel Sinan, ne, also von XRP Deutschland, der heißt in der Gruppe dann Stefan. Aber er hat mir immer noch nicht geantwortet, warum er seinen Namen geändert hat. Ich grüße dich, Sinan. Singleware, hier in der Schweiz müssen die Bürger entscheiden, wenn irgendein Gesetz verändert werden soll. Zum Beispiel Änderung der Rentenalters und so weiter. Ja, das ist ja auch vernünftig. Es betrifft ja auch das Volk. Ne, da kann sich nicht irgend so ein Dulli da vorne auf dem Podium hinstellen, der bei euch der oberste Chef ist und sagen, so wird das jetzt gemacht. Ob ihr es wollt oder nicht, das ist euer Problem. Das finde ich widerlich, sowas. Wenn es dem Volk oder der Bevölkerung im Land betrifft, muss es so etwas geben, eine Volksentscheidung. Man muss sie richtig aufklären und dann müssen sie eben hin oder online machen, ihre Stimme abgeben, ja oder nein und fertig. Empower Japan, komm, start morgen jetzt mit XRP-Transfer. Mach 300.000 oder 30.000 dann. Och, warten wir einfach mal ab, ne? Mercedes-Checker, The Graph, heute mein Tagessieger, 10%, gut. Kommando Stream, danke für die Antwort. Ich habe doch jetzt geantwortet. Ich habe mir die Antwort angehört. Da bin ich echt mal gespannt auf Asien. Das wird krass. Das wird echt nur krank, wenn Asien startet. Startrampe, lol, jetzt kommt Max-Werbung. Meckes-Werbung. Meckes. Meckes, ach, McDonald's. Gut, dass ich hier keine Werbung sehe, sonst kriege ich Hunger. Volante, Mr. Crypto, das ist doch ekelhaft. Das ist ein Ripple-Partner, der mit Swift und der US-Zentralbank zusammenarbeitet. Volante Technologies erhält die ISO 2022-Zertifizierung für Fedwire. Habe ich das nicht auch schon gebracht? Weiß ich gar nicht. Ja, was soll ich dazu sagen? Der Volante ist ein Payment-Provider, der Milliarden über sein Netzwerk, was... Leider muss ich sagen, auch den XRP-Ledger, die Technologie leider schon integriert hat bei sich und großer Ripple-Partner ist, der bei der US-Zentralbank ist, der bei Swift mit drin ist, ja, hat die ISO-Integration gekriegt. Okay, ist doch was Feines. Aber wie gesagt, der XRP-Ledger wird niemals verwendet. Kommen wir auf den Kurs. Wer will denn schon einen Coin verwenden, der bei 51 Cent steht? Ach, der Markt dreht sich wieder, ist doch schön. Also von daher, wir können alle ganz entspannt bleiben. Startrampe, wir werden in den nächsten 2 Jahren erfahren, ob wir die ganzen Jahre richtig lagen. Aber da wir gut gestreut investiert sind, habe ich ein gutes Gefühl. Ja, ich denke nicht, dass wir noch 2 Jahre arbeiten müssen, mein Freund. Prinz von keine Ahnung, ich denke, MC, dass du uns auch nicht alles erzählst, aber du versuchst vermutlich uns das durch die Blume seid entspannt mitzuteilen. Denk dran, ich habe nur Halbwissen, ich bin ein Idiot. Nee, ein Vollpfosten. Ein Fanatiker?
und Feindbild für viele, viele, viele Menschen. Daniator, das denke ich auch. Olli, was? Wann startet Happy? Ja, dann Lambo oder so. Voraussichtlich erst nächstes Jahr. Könnte vielleicht dieses Jahr schon zaghaft starten, aber voraussichtlich nächstes Jahr. Mercedes-Checker, genau, jetzt wo du meine Frage mit der Gruppe beantwortet hast, kam Werbung, unglaublich. Du musst einen Einladungslink für die Gruppe haben. Das andere ist eine Fake-Gruppe. Empor, Japan startet morgen. Das hat mir gerade Olaf Scholz bestätigt. Der Mensch! Wer dem vertraut, es tut mir leid, der vergisst ja viel, ne? Der könnte sich mit dem aus den USA ja zusammentun. Nur bei dem anderen in den USA liegt es am Alter. Bei ihm, tja, keine Ahnung. Sanremo, mein Tagessieger ist LBR, Libra Finance mit 57%. Ekelhaft. Wie kannst du nur solche Prozente in den Raum schmeißen hier? Darmrampe, wir müssen auf Avon hören und alles in H-Bar switchen. Aber wir sind halt nur Vollpfosten. Da gebe ich dir recht, ne? Und ich habe es dir ja heute gezeigt, dass H-Bar wahrscheinlich ja auch mit dem XRP-Ledger in Verbindung steht. Aber hey, ich finde das gut, dass ich keine Ahnung habe und alle jetzt auf XRP immer rumkloppen. Mr. Crypto, Grüße an Olaf. Ja, Singleware, bei 300 Kryptos muss ja irgendein Coin mal 57% machen. Warum nicht? Prinz von keine Ahnung. Also du bist alles, warum wir hier sind. Empor, erst nächstes Jahr, du meinst doch immer, dass du davon ausgehst, dass es noch dieses Jahr losgeht, oder was? Deswegen habe ich ja gesagt, zaghaft dieses Jahr, Japan. Wenn es dieses Jahr losgeht, wird es ja auch nur zaghaft losgehen. Das heißt ja nicht von wegen, oh, es geht los, boom, ne? Alle ballern da alles drüber. Weil ich bin leider einer von denen, der nicht glaubt, wenn es losgeht, dass es von jetzt auf gleich, ich sag mal, XRP auf $500 schießt. Weil da so viel Vermögenswerte drüber laufen. Ich bin einer von denen, die sagen, das alte System ist noch aktiv. Also werden sie das Neue schon mal anfangen. Aber natürlich, falls das Neue irgendwelche Probleme macht, wir wissen es nicht, könnte passieren, dass sie dann natürlich noch aufs Alte zurückführen können. Also versuchen sie mit dem Neuen erstmal langsam dann zu starten. Es wäre wahnsinnig, wenn sie sagen, okay, das Alte schalten wir jetzt ab und das Neue, damit müsst ihr jetzt klarkommen. Möglich, das wird keiner machen. Startrampe, ich habe auch H-Bar, aber eben kein Maxi von irgendeinem Coin. Da muss man ja auch nicht. Man muss dann eben nur halt länger warten, bis der Kurs dementsprechend ist. Empower Olaf hat immer scharfen Verstand und vergisst nie was. Das stimme ich dir zu, absolut, ne? Besonders als er auch in Hamburg regiert hat. Topmann. Topmann, sage ich nur. Einfach nur genial. Daniato MC, was sagen eigentlich deine asiatischen Freunde? Nix. Die sagen einfach nur, wartet ab. Ich habe gestern Abend mit denen ein bisschen gezockt und haben auch ein bisschen geredet und ja, ne? Die sind tiefenentspannt, so wie ich, und die sagen das Gleiche auch. Einfach abwarten. Es läuft doch alles. Genießt die Show. Ist ja welche Show? Ja, die SEC-Klage. Was so in der Welt passiert, in der Kryptowelt. Genießt einfach die Show. Haben Sie mich auch gefragt, und ist in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum immer noch so viel Kritik zu XRP und alles? Ich so, ja, die Leute sind wirklich der Meinung, XRP-Transaktionen über den XRP-Ledger, also die Vermögenswerte, bringen null am Kurs. Da haben sie gelacht und gesagt, mein Gott. Okay. SingleBMC tendiert auch langsam, dass erst 25 erst richtig losgeht, sagt mir mein Bauchgefühl. 25 könnte es richtig losgehen, aber dieses Jahr bin ich da, gehe ich davon aus, dass sie schon langsam anfangen, ja. Und das würde schon reichen, um den Kurs bei $100 oder $300 zu bringen. Empower, nee, die ballern alle gleich drüber. Bei den ETFs haben die das auch gleich gemacht. Ganz, ganz, ganz sicher. Ja, natürlich. Starntrampe, was ist schlimmer, wenn ein Staatsoberhaupt sich nicht erinnern kann oder wenn sich einer sich angeblich nicht erinnern kann? Beides. Empower, MC, ich habe einfach geträumt, dass du Helldivers 2 streamst. Ich war heute nur zweimal drin, ne? Bei Helldivers 2. Aber ja. Könnte ich auch mal machen, aber nicht auf diesem Kanal und auch nicht auf meinem YouTube-Kanal, ne? Weil das ist hier wirklich nur Krypto und YouTube-Kanal genauso.
Mr. Crypto, so Leute, machen wir Feierabend. Wünsche euch was. Ciao, ciao. Was los? QFox, was los? Steigt XRP dieses Jahr nicht? Scheiße, fuck. Natürlich steigt er dieses Jahr. So, meine Lieben, oh, es ist ja schon 21.34 Uhr. Danke, Mr. Crypto. Wie gesagt, morgen 20.20 Uhr bin ich hier wieder auf Twitch für euch. Dann können wir auch wieder ein bisschen länger streamen. Dann ist ja Wochenende, Gott sei Dank. Und ich habe zwar die Eltern meiner Mitbewohner bei mir, aber oh, Gottes Willen, ey, ich brauche Entspannung, also müsst ihr da sein. Ich bedanke mich natürlich bei 79 Zuschauern, die bis zum Schluss noch dabei waren. Geil. Oh, Follower sind auch wieder gestiegen. 1134, geil. 74 Abonnenten, geil, Leute. Vielen, vielen Dank. Und genießt euren freien Tag. Ich habe zwar nicht, aber naja, ein bisschen rumgammeln auf der Arbeit mache ich auch morgen, ne? Empower, dann starte neuen Account mit MC Gaming. Ganz ehrlich, es gibt einen zweiten Kanal auf Twitch von mir mit MCXRP Gaming. Scheiße, ne? Aber da habe ich noch nichts gestreamt. Den teste ich immer nur, wenn ich meine Einstellung hier ändere. QFox, MC meint es irgendwie in den kommenden Kommentaren, VeChain ist auf einer Liste. Ja, VeChain ist bei der SEC auch auf der Liste als Wertpapier. So, MC, mach mal Montag 30 Dollar, dann kann ich in Rente, Anton XRP. Ja, nee, so schnell mache ich das nicht. Ne? Wir müssen noch ein bisschen spielen. Genießt die Show. Und damit sage ich, ciao.